dann ist es absolut möglich. Mhm. Nicht für jeden, aber es ist möglich. Zu sagen, die Energie von den Fettzellen so ein bisschen Richtung Muskulatur hingeschoben. Und das klappt wunderbar. Und wenn ihr das auch könnt, zieht durch. Also das ist die beste Phase. Nutzt es aus, denn dem Bereich so sehen kann, wird dann die Trainingsfläche mit über 150 Maschinen. Keine 0815 Dinger, sondern wirklich die Creme de la Creme. Also Muskeln aufbauen und gleichzeitig Fett verlieren. Das will wahrscheinlich jeder. Ich aktuell auch. Und genau deswegen klären wir in diesem Video, ob das überhaupt möglich ist, worauf man unbedingt achten sollte und natürlich, woher man weiß, ob so eine sogenannte Recomposition überhaupt funktioniert. Übrigens habe ich richtig gute Neuigkeiten für euch, Freunde. Und zwar ab jetzt könnt ihr euch im Gym aller Gyms im Evoland endlich anmelden. Einfach auf evo-land.de gehen, Link wie immer in der Beschreibung, und euch selbst überzeugen. Hier haben wir alle relevanten Infos für euch zusammengefasst. Zum Beispiel unsere USPs. Was zeichnet uns eigentlich aus? Warum sollte man sich gerade bei uns anmelden? Aber auch die ganzen Gerätehersteller, die am Start sein werden. Hammer, Panatta, Nautilus, Cybex, Watson, Arsenal, Prime, Gym80, Eleiko. Also wirklich die krassesten Maschinen der besten Brands weltweit. Ich kenne kein Gym mit so einem gestörten Gerätepark. Ihr werdet sehen, ich werde natürlich, wenn das Ganze steht, auch eine Gym-Tour machen. Es ist absolut gestört. Und natürlich auch noch ein paar Key Facts, zum Beispiel, dass wir mehrere Räume haben, Posing-Räume, wir haben Coworking Spaces, wir haben ein Restaurant und vieles mehr. Und wenn du am Ende sagst, yo, ich möchte mich im wahrscheinlich wildesten Gym der Welt anmelden, dann kannst du das hier ab jetzt tun. Und als großes Dankeschön an all diejenigen, die uns jetzt schon ihr Vertrauen schenken, sich jetzt schon im Evoland anmelden, gibt es satte 20% Rabatt auf die monatliche Rate. Denn wenn das ganze Ding steht, ja, dann ist der Hype real. Denn dann wisst ihr ganz genau, wovon ich gesprochen habe die ganze Zeit. Und dann würde ich mich persönlich auch 5-mal dort anmelden, wenn ihr versteht, was ich meine. Super wichtig. Wir müssen aber dieses Angebot mit den 20% limitieren, denn wir wissen nicht, ob wir komplett überrannt werden oder auch nicht. Also wir wurden ziemlich häufig schon von euch überrannt, überrascht oder was auch immer. Und damit das nicht passiert, müssen wir das Ganze limitieren. Ich kann euch aber auch nicht sagen, wie lange dieses Angebot gültig sein wird. Es kann sein, dass es noch 3, 4, 5 Wochen geht. Es kann aber auch sehr gut sein, dass wir morgen oder übermorgen schon sagen müssen, ey, wir können gar keine Mitglieder mehr aufnehmen, weil wir einfach zu voll geworden sind oder was auch immer. Deswegen, wenn du dich sowieso schon anmelden wolltest, dann ist jetzt der perfekte Zeitpunkt dafür. Und natürlich müsst ihr erst dann zahlen, wenn wir am 15.04. voraussichtlich öffnen. Also vorher natürlich nicht. Dementsprechend freue ich mich einfach nur auf euren Besuch. Muskeln aufbauen und gleichzeitig Fett verlieren, ne? Geht das überhaupt? Weil viele sagen ja immer wieder, Leni, das geht gar nicht. Aber es ist Quatsch. Immer und immer wieder zeigen auch ganz normale Studien, wo nicht immer alles optimal läuft, dass es absolut möglich ist. Das heißt, wenn Normalos, die vielleicht nicht so viel Gas geben, die vielleicht nicht alles optimiert haben, das schaffen, dann ist es absolut möglich. Absolut. Nicht für jeden, aber es ist möglich. Welche Voraussetzungen erfüllt werden müssen, damit sowas klappt, ich habe eben gesagt, nicht für jeden, das klären wir natürlich gleich. Aber zunächst einmal die Theorie. Und zwar, 1 Kilo Körperfett enthält ca. 7000 Kilokalorien. Nicht zu verwechseln mit Nahrungsfett, denn Nahrungsfett hat ein bisschen mehr, 9,3 pro Gramm, ne, weil die Dichte nicht mit Körperfett unbedingt gleichzusetzen ist. Deswegen 7000 Kilokalorien können wir aus 1 Kilo Körperfett ziehen. Für die Herstellung von 1 Kilo Muskulatur müssen wir erstmal wissen, okay, wie viel Energie speichert 1 Kilogramm Muskulatur? Da wären wir ca. bei 1400 Kilokalorien. Und der Herstellungsprozess an sich, der kostet auch Energie. Ca. auch 1400. Die Zahlen sind jetzt nicht 100% genau und man kann die auch gar nicht so genau bestimmen. Das ist natürlich auch immer ein bisschen individuell und so, ne? Aber ganz grob könnte man theoretisch aus 1 Kilogramm Körperfett, wenn man das eben durch die Energiedichte der Muskulatur plus der Herstellung dividiert, 2,5 Kilogramm reine Muskulatur zaubern. Das heißt, man ist auf Erhaltungskalorien, ja? Man hat nicht im Überschuss gegessen, aber hat quasi seine Energiespeicher verschoben. Man hat Fett benutzt, um zum Beispiel die Körpertemperatur aufrechtzuerhalten, um zu gestikulieren, um zu denken, und hat trotzdem diese Energie übrig gehabt, um weiterhin Muskeln aufbauen zu können. Denn es ist nur eine Verschiebung der Energiespeicher. Die Energiebilanz stimmt natürlich immer noch. Man hat nicht mehr Energie gespeichert. Man hat einfach nur sozusagen die Energie von den Fettzellen so ein bisschen Richtung Muskulatur hingeschoben. Und das klappt wunderbar, auch mathematisch, auf Erhaltungskalorien. So, Freunde, treffen wir uns gleich mit dem gesamten Team Evo im
Evoland. Bin mega gespannt, was die Jungs und Mädels so alles sagen werden, wie die Reaktionen ausfallen werden, denn die haben die Halle auch noch nie live gesehen. Ne? Und die Halle ist jetzt komplett leer. Die ist komplett leer und ich glaube, ihr auch nicht. Lass mal schnell reingehen, ne? Bevor es voll wird. Ja. Denn dann können wir euch mal die leere Halle präsentieren. Ich glaube, es wäre besser, wenn du dann... Das ist übrigens der Hintereingang. Aus ich hier durch. Gerade so, Massephase. Sieht das krass aus oder sieht das krass aus? Man kann es gar nicht einfangen, aber es sieht schon sehr krass aus. Ich weiß nicht, wie es auf der Cam rüberkommt, aber diese Wand hier ist circa, ich glaube, 13, 14 Meter hoch und 50 Meter lang. Die sieht auch lang aus. Also eine sehr, sehr mächtige Wand. Mhm. Und wir stehen hier übrigens, also wie gesagt, das ist der Hintereingang, wir stehen hier übrigens im Cardio-Bereich. Wir bauen hier so ein kleines Podest rein, hin, wie auch immer. Und dann kommen unsere ganzen Cardio-Maschinen hin. Und das alles, was man in dem Bereich so sehen kann, wird dann die Trainingsfläche mit über 150 Maschinen. Wow! Yes. Und keine 0815 Dinger, sondern wirklich die Creme de la Creme. Also in ein paar Wochen, ich wollte sagen Monaten, aber es sind ja Wochen. Es sind nur noch Wochen, es wird sportlich. Könnt ihr euch selbst überzeugen. Mhm. Yes, wir freuen uns jetzt schon auf euren Besuch. Guck mal mit Lenny. Dieser junge Herr hat gestern noch die Homepage geballert, rausgeballert. Ne? Also wenn irgendwelche Aktion. Fehler, wer Fehler findet, gerne per DM an Parser. Nein, unseren auf gar keinen IT-Experten. Nee, bitte DMs alle an Sepp. Und ihm sagen, Bro, du bist der DM-Experte. Nein, ich habe gar keine Ahnung. Hallo. Und wahrscheinlich ganz weit hinten wird der Kurzhantelbereich dann platziert. Ne? Also mit Spiegel vermutlich. Sind wir da uns eigentlich schon 100% sicher, was wohin kommt? Ja, eigentlich schon. Ja, ich habe das Gefühl, dass sich noch ein bisschen was ändern wird. Ja, ich denke mal, das ist ja auch so ein Prozess oft. Ja. Ne? Also man merkt dann irgendwie doch, das macht keinen Sinn oder das macht doch Sinn. Wie bei einer Wohnung. Also man stellt erstmal die Möbel dahin und denkt sich dann, ja, vielleicht sieht es besser aus, wenn die Möbel da stehen. Also ich sag mal, das, was wir jetzt illustriert haben, das sieht super aus. Das sieht aber super gut aus, wer ja. weiß, was dann in Wirklichkeit passiert. Ich bin so gespannt, ey. Ja, ich auch. Einmal hier hoch. Damit wir das Ganze auch mal von oben uns anschauen können. Tada! Tada! Okay, man sieht nicht so viel. Nee, man sieht wirklich nicht so viel. Das ist der Haupteingang übrigens, falls ja. ihr nicht wusstet. Das wird aber auch alles anders aussehen, weil man muss ja irgendwie sich auch einloggen, ne? Genau, das wird hier alles ganz, ganz, ganz anders aussehen. Und sobald hier die Bauarbeiten losgehen, nehmen wir euch natürlich mit. Also stay tuned, macht die Glocke an, denn könnte schon morgen sein, dass es hier losgeht. Oh yes! Ich glaube, das letzte Mal waren wir hier, als es dunkel war, können wir das Ganze mal mit ein bisschen Tageslicht uns anschauen. Mhm. Das ist übrigens hier ein Seminarraum. Brutal. Einfach nur brutal. Immer noch geflasht. Also ich habe jetzt die Halle echt häufig gesehen, aber bin immer noch begeistert. Und das Coole ist, man kann echt von jedem Winkel hier filmen, ne? Ja, ja. Weil überall Lichteinflüsse sind, das überall ist perfekt. Ist naturales Licht. Welches ist dein Büro? Das Größte. Ich glaube, das ist das Größte, ja. Vor allem kann ich hier wirklich vorm Polizei spielen. Ne? Also wenn ich dann sehe, dass hier einer nicht so tief beugt, sag ich, Rafa, mal ein bisschen tiefer hier, ne? Nee, Joke. Die Dinger hier werden später auch noch passiv beleuchtet, also das wird richtig, richtig wild aussehen. Ich bin episch. Definitiv gespannt sein, aber was ich euch auf jeden Fall noch nicht verraten habe beim letzten Mal, und zwar, wir werden einen In-House-Physio haben. Bedeutet, wenn man sich da irgendwas snappt oder was auch immer, also Gott bewahre, aber wenn man vielleicht ein Physio braucht, dann kann man tatsächlich in-house bei uns einen Termin bei einem Physiotherapeuten buchen. Im Prinzip wollten wir mit dem Evoland einen Ort kreieren, der auf alle Bedürfnisse eines Sportlers perfekt eingehen kann. Und dementsprechend darf ein Physiotherapeut natürlich nicht fehlen. Ziemlich wahrscheinlich wird er genau hier dann seine Räumlichkeiten haben oder wie auch immer, was ich meine. Spannend. Genau. So, Navid, wo bist du? Schau ab. Hallo. Ich hab dich noch gar nicht kennengelernt. Ja. Bald aber. Bist du zufrieden? Mich kennt ihr, volles Rohr. Das ist das Beste, was uns jemals hätte passieren können, Bruder. Das wird richtig geil. Ab nach Hause jetzt mit euch. Ist da jemand in der Prep? Nee. Nee, Bro. Ich habe 2 Kilo zugenommen letzte Woche. So ein Quatsch, ey. Dieses Jahr geht's auf die Stage, oder? Yes. Wird brutal, Leute. Und man munkelt, dass man diesen jungen Herren auch in Deutschland auf der Bühne sehen wird. Also ich werde live vor Ort sein. Bin ich mir ziemlich sicher. Meinst du? Ja, doch. Munkelt, ich habe gestern die Anmeldung gemacht. Wild. Für einen deutschen Wettkampf. Wild. Wir sagen nicht, für welchen Wettkampf. Leute. Was ist das bitte für ein Wetter aktuell? Lenny, was ist das für ein Wetter? Gar nicht gut, weg hier. Ich gebe mir direkt Depri-Vibes. Muskeln aufbauen und gleichzeitig Fett verbrennen. Klappt also in der Theorie hervorragend, in der Praxis aber nicht für jeden. Und zwar, dein Körperfettanteil darf nicht zu hoch ausfallen. Wenn du nämlich zu lean bist, dann wird der Körper sein Fett nicht dafür nutzen, um den Muskelaufbauprozess zu nähren, zu füttern. Und dann klappt es natürlich nicht, denn irgendwo muss die Energie natürlich herkommen. Und wenn dein Körper sagt, aus meinen Fettreserven nicht und du nicht genug Nahrung konsumierst,
in einem leichten Defizit vielleicht bist, ja, dann klappt es natürlich nicht. Dann wirst du auch nicht recompen können. Aktuell fahre ich hier beim engen Bankdrücken eine sogenannte lineare Progression. Also ich kann mich tatsächlich von Einheit zu Einheit steigern. Und wenn ihr das auch könnt, ja, wenn ihr euch auch von Einheit zu Einheit steigern könnt, dann zieht durch. Also das ist die beste Phase. Nutzt es aus, denn wer weiß, wie lange es noch so weitergeht. Also das Momentum mitnehmen. Man muss auch sagen, ich hatte ja vor der Wettkampfdiät ein unglaublich geiles Momentum. Ich bin echt stärker und stärker geworden. In der Wettkampfdiät konnte ich die Kraft sehr gut halten. Klar, am Ende bin ich auch ein bisschen schwächer geworden. Und jetzt knüpfen wir da wieder an. Also so stark, vor allem bei dem Körpergewicht war ich safe noch nie. Und so stark allgemein im engen Bankdrücken, sind jetzt bei 12 Wiederholungen, war ich glaube ich auch noch nie. Mhm. Tatsächlich, würde ich sagen. Also es läuft, Leute. Der KFA ist aber tatsächlich nur eine Seite der Medaille. Es gibt auch noch den Fakt, wie viel Anabolismus du erzeugen kannst. Wenn du zum Beispiel ein Anfänger bist, dann kannst du wahrscheinlich auch mit einem KFA unter, ich würde sagen, was ist kritisch, 10% gleichzeitig Fett verlieren und Muskeln aufbauen, weil du so verdammt viel Anabolismus, also Muskelaufbau, erzeugen kannst. Gleiche gilt zum Beispiel für einen Wiedereinstieg. Wenn du lange nicht mehr trainiert hast und früher sau viele Muskeln hattest, dann kannst du von dem sogenannten Muscle Memory Effekt profitieren und dann kannst du auch theoretisch mit einem etwas niedrigeren Körperfettanteil Muskeln aufbauen. Aber nicht, weil beide Prozesse dann so unglaublich optimal laufen, sondern weil dieser Muskelaufbau, den du induzieren kannst, einfach wahnsinnig groß ist. Ja, das so ein bisschen überschattet, wenn du verstehst, was ich meine. Optimaler wäre dann natürlich vermutlich trotzdem, dass du in einem Überschuss dich befindest, denn dann würdest du wahrscheinlich noch besser Muskeln aufbauen, wenn du verstehst, was ich meine. Also es ist immer so ein Spektrum. Je mehr Anabolismus du erzeugen kannst und je spendabler dein Körper mit seinen Fettreserven umgeht, desto leichter wirst du eine Recomposition machen können. Also im Idealfall bist du übergewichtig und ein Anfänger, dann klappt es hervorragend. Im schlimmsten Fall bist du auf 5% KFA und sau fortgeschritten und trainierst seit 10 Jahren durch, ohne Pause. Keine Muscle Memory Effekt, gar nichts. Dann wird es halt nichts mit einer Recomposition. Durch mit dem Training, Freunde. Aktuell läuft es wirklich brutal. Anders kann ich es gar nicht sagen. Und falls ihr mein aktuelles Training sehen wollt, dann lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Und jetzt ab zum Thema zurück. Und zwar, Punkt 1 haben wir geklärt, dass es theoretisch möglich ist. Punkt 2, für wen es möglich ist. Und jetzt, was sollen wir denn überhaupt tun? Training können wir ganz easy abfrühstücken. Ganz egal ob Diät, Recomposition oder Aufbau, es ändert sich nicht viel. Du könntest in einer Recomposition vielleicht ein bisschen Volumen vertragen, deswegen vielleicht mal einen Satz weniger machen im Vergleich zu einem üppigen Kalorienüberschuss, ne? Aber auch da könnte es sein, dass du mit etwas weniger Volumen auch bessere Resultate erzielen könntest. Also die Regeneration wird jetzt nicht so krass beeinträchtigt durch Erhaltungskalorien im Vergleich zu einem leichten Überschuss, aber vielleicht ein bisschen. Das einfach im Hinterkopf behalten, wenn ihr vielleicht zu schnell überlastet in eurem Trainingszyklus, dann daran denken, es könnte sein, dass ihr ein bisschen weniger Kalorien konsumiert. Also vielleicht einen Satz weniger machen, wird euch schon nicht umbringen. Und zur Ernährung kann man auch jetzt nicht unglaublich viel sagen, außer Erhaltungskalorien, also auf plus minus null gehen, also weder Überschuss noch Defizit und genug Proteine konsumieren. Also ich würde so 2,2, 2,5 Gramm pro Kilogramm anpeilen. Die werde ich jetzt aktuell auch anvisieren. Also ich hatte vorher so 2 Gramm pro Kilogramm. Das ist eigentlich im Aufbau ein verdammt guter Richtwert. In einer Recomposition würde ich tendenziell ein bisschen höher gehen. Und Punkt 3, man kann tatsächlich auch mit den Kalorien so ein bisschen cyclen. Das heißt, man hat halt 5 Tage mit einem Defizit von 100 Kilokalorien zum Beispiel und dann gönnt man sich am Wochenende ja einfach 300 jeweils mehr. Ne? Also am Sonntag 300 und am Samstag 300 und am Ende isst man auf plus minus null, also 250 in dem Fall. Ihr wisst, was ich meine. Man kann aber auch in ein leichtes Defizit über die Wochenbilanz gehen. Also der Körper denkt nie schwarz oder weiß und dementsprechend sorgt auch ein kleines Defizit nicht dafür, dass der Anabolismus super schlecht ausfällt, sondern es ist immer ein Spektrum und wenn du sagst, hey, möchte gerne ein bisschen mehr Fett verlieren auf Kosten von 2 Gramm weniger Muskelmasse, dann kannst du auch meinetwegen ein Defizit von 100 oder 150 fahren. Das ist jetzt auch kein Dealbreaker. Also du wirst weiterhin vermutlich Muskeln aufbauen, wenn du den Rest richtig machst, wenn du richtig hart trainierst, gut trainierst, wenn das Volumen passt und du genug Proteine konsumierst.
Noch eine Sache vielleicht fürs Feintuning: etwas mehr Kohlenhydrate konsumieren als in der Offseason im Verhältnis zu den Fetten, damit wir schon recht üppig gefüllte Glykogenspeicher haben, die wiederum dafür sorgen, dass wir härter trainieren können. Also das ist im Überschuss nicht so relevant, weil du generell sehr, sehr viel isst und dann hast du halt eigentlich immer volle Glykogenspeicher. Aber wenn du in einem kleinen Defizit bist, dann eventuell ein bisschen weniger Fett und dafür ein bisschen mehr Carbs. In welcher Phase bist du denn? Massephase? Nein, eigentlich nicht. Eigentlich auf Erhaltung. Aber so richtig klappt's nicht. Keine Hochzeitsdiät. Ja, kommt noch. Rein vom Feeling könnte ich tatsächlich wieder einen Minicut reinschieben, aber ich bin 12 Wochen Post-Prep und dann ist das vielleicht nicht die allerbeste Entscheidung, so früh wieder in eine Diät zu gehen. Obwohl ich mich schon ready fühle. Was würdest du mir sagen? Was würdest du mir raten? Boah, schwierig. Also ja, man weiß ja gar nicht, ob die Hormone wieder so am Start sind. Ja. Vielleicht ein bisschen zu kurz noch. Ne? Könnte sein. Ne? Ich bin auch nur 8 Kilo Post-Prep. Deswegen. Kannst du dann auch vor der Hochzeit machen. Ja, aber ich denke mir so, 8 Kilo Post-Prep, die Form sieht aber echt beschissen aus. Ne? Und wenn es nur 8 Kilo sind, ey, dann mache ich einen Minicut und dann sind es ja nur noch vielleicht 4. Ja. Und dann muss die Form ja wieder gut aussehen, weil meine Kraftwerte sind ja wieder komplett durch die Decke geschossen jetzt wieder. Ne? Also ich habe auf jeden Fall wieder Muskeln aufbauen können, denke ich. Ich habe, glaube ich, alles wieder zurück, was ich verloren habe. Aber irgendwie sieht es halt, weiß ich nicht. Form ist halt, was soll ich sagen? Ja, ist halt die Wahrheit, ne? Ich glaube, du lagerst halt tendenziell einfach mehr am Bauch an. Ey, mein Beinbeuger ist noch so lean. Das dein ist Beinbeuger so unfair. Ist schon ziemlich lean eigentlich. Ja. Und deine Schulter ist jetzt auch recht lean, oder? Ja, es geht. Okay. Ja, Oberkörper ist schon 8 Kilo, 7 davon sind am Oberkörper gelandet, glaube ich. Die Wade ist zum Beispiel auch noch lean. So, das stimmt. Total useless. Ja. Jetzt habt ihr auf jeden Fall die Tools, um eine Recomposition durchzuziehen. Und falls ihr aktuell eine machen wollt, dann ziehen wir tatsächlich gemeinsam durch. Und so wie ich es mitbekommen habe, hat Leni ihre Pläne auch geändert. Du wolltest eigentlich diäten, das weiß ich. Erst für die Hochzeit. Ja, ja, ja. Jetzt wurde erstmal. Habe ich dich auf die Idee gebracht hier, ne? Ja. Weil eine Recomposition ist schon deutlich angenehmer als ein Minicut oder so. Tausender Defizit macht halt nicht so viel Spaß. Nein. Dadurch wird die Form auch besser. Ja, man baut ein bisschen Muskeln auf, ist eine coole Sache. Aber eine Sache müssen wir auf jeden Fall noch besprechen bzw. klären, Leni. Und zwar, woher merkt man überhaupt, dass eine Recomposition funktioniert hat, Leni? Ja, woran? Erzähl es den Leuten mal. Woran denn? Zwei Dinge. Keine Sorge, ich übernehme den Part. Danke. Und zwar, zwei Indikatoren gibt's. Indikator Nummer 1, dein Gewicht bleibt, aber deine Form wird besser. Ist ja ein No-Brainer. Dann hast du ziemlich wahrscheinlich Fett verloren und Muskeln aufgebaut. So, zweiter Indikator, dein Gewicht bleibt und deine Performance wird besser. Vor allem in Isolationsübungen. Denn bei Isolationsübungen kannst du natürlich nicht so viel an der Technik schrauben. Mhm. Wenn du da stärker wirst, hast du wahrscheinlich Muskeln aufgebaut. Wenn du aber Muskeln aufgebaut hast, aber nicht schwerer wirst, ja, dann hast du ziemlich wahrscheinlich Fett verloren. So, und dann hast du eine sogenannte Recomposition durchgezogen. Leute, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben nicht vergessen. Abonnieren, Glocke anmachen und wir sehen uns im nächsten Video.